Nochmal bitte. Wo muss ich denn hinfallen? Warte, ich versuch's mal. Ja! Oh! Über Eck, versuch's mal über Eck. Ja, das dachte ich auch gerade. Oh. Vielleicht zumindest den Würfel da rein. Komm. Ich muss loslassen. Ich muss loslassen können. Ah! Welche Seite muss ich denn? Oh. Das war knapp. So geil, wie man nicht immer vorbeifliegen sieht. Hi! Kannst du mir einfach geben, glaube ich. Oh, jetzt zu spät. Warte. Mal nochmal. Portal hierhin. Portal. Hä? So. Ah. Geht das über. Oh! Zwei Ecken. Nimm. Ich hab's versucht, ich hab I gedrückt, aber ist nichts passiert. Mach nochmal. Ich kann ihn auch in dem Moment nicht wegschmeißen. Ich kann ihn nicht nehmen, komisch. Achso, die Port, das ist ja eigentlich. Warte mal. Ich schmeiß ihn jetzt einfach so da rein. Gib mal hoch hier. Ja. Oh, verdammt. Hast du ihn? Ich hab ihn. Vorsicht, Vorsicht. So. Mach nichts kaputt. Nee. Der ist aus Stahl. Das ist zerbrechlich. Kann ich dir eine Hand geben oder so? Ich bin so doof. Ich hätte da auch. Mach nochmal hin. Stell ihn nochmal auf den Knopf. Ich komm nochmal rüber, ne? Ja. Ich kann auch einfach da ein Portal hinmachen. Oh Mann, ey, du bist ja. Also. Wir brauchen einen Peter. Brauchen wir den? Ja, natürlich. Also wir müssen da jetzt hoch. We need that. Ich würde sagen, warum brauchen wir den? Um die Bridge zu aktivieren, möchtest um da rüber zu kommen. Ja, möchtest du da hochfallen? Ich könnte das mal versuchen. Dafür müsstest du bitte einmal dein Portal da und da hinschmeißen. So, oder was? Ich glaube, da kommst du mit einem Mal nicht aus. Nee, hat nicht ganz gereicht. Oh. Jetzt vielleicht? Das ist gut, wenn du die Arme noch ein bisschen verlängerst und ausstreckst, dann geht das. Das reicht nicht aus von der Höhe. Nee. War ja auch eher der Plan, dass man da quasi zweimal fällt. Ja, ich verstehe, was du meinst. Falle ich ab. Aber ich glaube. Nee, das geht ja nicht. Waren wir jetzt echt so doof, dass wir das so gemacht haben, dass wir den Peter jetzt nicht mehr haben? Wenn man hätte, es hätte ja einer theoretisch da hinten drauf stehen bleiben können. Und der andere wäre jetzt hier der Aktive gewesen. Ja, stimmt. Und der hätte einfach den Würfel da reingelegt. Und dann wäre die Bridge an gewesen und dann wäre alles gut gewesen. Brauchen wir nochmal die, Brauchen wir nochmal die Bridge irgendwie herholen? Den Peter, meinst du? Ja, genau. Lass uns beide rübergehen. Wir gehen jetzt beide rüber. Ich nehme mein eigenes. So. Ich stelle mich hier drauf. Ruff, du rennst dahin. Das ist die neue, ist die neue Show. Aber hätte man nicht. Da muss man doch irgendwie von da oben dahin kommen können. Ist ja Quatsch, dass man da rein kann. Ja, nee, ja, genau. Ich weiß nicht, wofür das sein soll. Das weiß ich allerdings auch nicht. Du kannst es auch nicht. Nochmal, du kannst jetzt einfach da drüben hinter der Barriere könntest du jetzt das Portal setzen, neben mein gelbes. Und dann einfach oben durchschweben. Och Mann, das ist ja langweilig. ich wollte nur vielleicht so. Ich fand das hatte Stil, also mehr Stil. Das Problem ist, du kommst ja gar nicht durch. Ich muss da ja wieder jetzt. Verdammt. Ja, stimmt. Soll I stellen wie unsere Dingens? Geh mal bitte runter. Ich glaube, ich bin drauf. Oh. Ja, ich fühle. Oh. Wir brauchen viel zu lange hier gerade dafür, dass wir halt so sensationell eben waren. Stimmt allerdings. Du kannst doch einfach da hinten hoch und dann kannst du da runter. Ja! Nein, nicht ganz. Mach's auch so wie ich. Wie denn? Ja, dass du da einfach da hinten da reinfliegst und dann da hoch oben durchfließt. Ist das offen? Nee, also. Braucht gar nicht offen sein. So, ich bin hier. Ich, Ah nein, verdammt. Na, ist egal. Warum mussten wir eigentlich beide hier rüber? Warum schlägst du so etwas vor? Weil einer da unten draufstehen muss.
Ja, mach mal bitte das Feld weg. Mach mal Le Feld ist weg. Mach mal bitte das Feld weg, Mama. Du bist nicht meine Mama. Nee. So, so, du darfst, glaube ich, hier durch jetzt. Ja, klar. Ich muss nochmal zu dir kommen. Ja, du darfst hier durch. Ja, ja, ja. Das Feld ist leider aus. Das ist eigentlich der einzige blöde Teil jetzt hier, wobei es geht. Geht. Achso. Wie das so geht. Du musst dann. Du musst aber hier runter, du darfst nicht da oben durch. Ja. Dann gehst du durch schmalen Portal. Wo ist denn hier oben oder unten? Nach hier. Da ist. Da, wo nicht oben ist, ist unten. Das können auch die Seiten sein. Hä? Achso, da hinten ist ein Portal. Was ist denn jetzt los hier, ey? Naja, ne, du kannst ja auch. Achso, warte, ich kann ja, wenn ich du musst dein Rotes einfach woanders hin machen. Genau. Drüben bin, dann kann ich mich ja hier draufstellen. Genau. Kann ich. Es ist so schön, was du da machst. Da, mein Rotes. Nein, du brauchst es doch überhaupt nicht. Achso, ich kann das ja direkt hier machen. Nee, warte, ich kann das aber direkt hier machen. Genau. Nein, der Würfel! Ja, roll doch. Spring doch hinterher. Roll doch hinterher, Ich komme ja nicht mehr rüber. Warte, du kannst mal rechts an die. Soweit kann kannst ich nicht versuchen, dass du gleich rechts das Zeug an die. Oder dreh dich mal um. Das ist knapp. Achso. Jetzt ist der Würfel kaputt. Nein! Da kommt aber noch einer. Egal, kein ist Problem. Ja, du gehst jetzt einfach rüber. Du, guck mal hier, das ist doch. Du gehst total jetzt easy. Du machst rechts da, links da an die Wand, nach rechts. Also an die linke Wand machst du jetzt rechts, genau. Dann rein und dann machst du dich da hoch. Nee, aber ich habe jetzt kein Portal mehr. Nee, doch. Das ist, geht ja. Du setzt das Rote einfach immer ein kleines Stück höher und nimmst dich und den Würfel mit hoch. Und setzt dann da oben links an. Ja, das geht ja noch höher da. Ja. Das habe ich durch die Strömung nicht so richtig wahrgenommen. Das ist Ablenkung. Und kannst du. Ein Stückchen zur Seite. Du musst allerdings genau gleich rechts das machen und dann aber auch schnell. Chanel. Oder du machst es so, ne? Das geht auch. Ja, das geht. Voll die. Ja, das geht. Chanel. Wunderschön. Ich lobe dich viel zu sehr. Das finde ich. Oh, jetzt ist natürlich. Mach es irgendwo anders hin und fertig. Kann ich jetzt. Ich bewege mich auch mal wieder. Du darfst dich bewegen, ja, wir brauchen den Peter nicht mehr. I would Hurra! Say. Ich bin erfreut. Kann man hier rüberspringen, ey? Uiiiiii. Nein. Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Aber ach, das muss man ja gar nicht. Nee. Warum sagst du mir das jetzt erst? Wie kann ich hier wieder rüberkommen? Ich möchte gerne zu dir kommen. Warte. Oder kann man. Moment. Ich komme, hier. Warte. Moment mal. Hier kann man ja aber nirgendwo in der. Geht. Leider nicht. Ich dachte, man könnte vielleicht von hier irgendwie. Oh, ich hab mich. Ich stehe ein bisschen. Ich stehe toll. Siehst du das? Nee. Da geht's also, leider nicht. Ich will mal gucken, ob da hinten eine Fläche ist. Ich glaube. Oh. Aha. Oh. Ah. Oh. Ach, ich glaube nicht. Nee. Achso, du hast schon. Ich kann dir da so eins anbieten. Kann ich da reinfallen? Ich weiß es nicht. Oh. Oh. Also ich kann da reinfallen, aber ich kann nicht. Moment. Warte mal, wenn ich mein. Ich kann doch. Nee, es geht schon. Ich muss nur. Höher fallen. Kannst du das. Dahin kann ich das machen. Warte. Da, jetzt kannst du dein blaues dahin machen. Dann müsstest du da eigentlich so, ne? Oh. Denke ich. So. Ja. Ja. Oh! Ja! Okay, wo bist du? Ach, da. Oh. Es ist offen. Ah. Du bist ein Sinus-Sweep, wie man so schön dacht. Ja, genau das bin ich. Und auch in ein Elch. Machen wir so. Den Sinus-Sweep bedeutet ja, oder wenn man den als Testsignal verwendet, ist das ein Sinuston, der einmal von der tiefsten bis zur höchsten Frequenz einmal durchpfeift. Ja, kann ich nicht. Und sich das anzuhören macht keinen Spaß. Nee.
Also die höchsten hört man ja irgendwann nicht mehr. Es kommt immer sehr auf das eigene Gehör und die Lautsprecher oder die Wiedergabegeräte an. Vor allem mit den ganz tiefen Tönen ist es teilweise dann ja auch so, dass die Membran ja so langsam schwingen müsste, dass sie es nicht mehr kann. Ist das richtig? Oder erzähle ich jetzt hier Mist? Die kann das schon, aber das ist... Das hört man halt nicht mehr. Naja, in den meisten Fällen ist es, dass der Verstärker das begrenzt, welche Frequenzen der wiedergeben will. Das heißt, unter 20 Hertz läuft da meistens nichts. Ja. Gibt aber natürlich auch Ausnahmen. Und es geht natürlich schon, der Lautsprecher, wenn man denn den Lautsprecher nimmt, der hat da kein Problem mit, auch mal bei 1-2 Hertz zu schwingen. Das sieht man dann halt. Sieht halt blöd aus und man hört nichts, aber man sieht es halt. Okay. Das geht schon. Es ist ja auch nur ein Magnet, der da durch die Gegend geschubst wird. Ja. Oder eine Magnetspule vielmehr. Ja, das aber nur nebenbei. War wieder eine sehr interessante Exkursion, Herr Dr. Rahm. Es gibt aber, um jetzt hier mal hier ein bisschen Fachwissen anzusimpeln, hohe Frequenzen sind ja, junge Leute hören die besser als ältere. Ja. Deswegen, es gibt zum einen so Mückenabwehrteile, die man in die Steckdose haut, die halt so einen für uns unhörbaren hohen Ton, also quasi Ultraschall, ausstrahlt. Ja. Dass die keinen Bock haben. Oder einfach sagen, nö, hier will ich nicht ins Zimmer. Und es gibt es auch, dass in ähnlicher Form, nur halt nicht mit Mücken, sondern mit anderen Plagegeistern und Malern Pestiziden. Und sowas. Nee, mit Jugendlichen. Ach so. Weil Jugendliche halt besser hören oder Kinder besser hohe Frequenzen hören oder halt höher hören können, gibt es teilweise auf öffentlichen Plätzen oder halt bei Plätzen, wo keine Kinder sich aufhalten sollen oder Jugendliche nicht randalieren sollen und sowas. Ist eine Möglichkeit oder ist eine Maßnahme, die mal erfunden worden ist, quasi ein Mückengerät für Jugendliche. Ist das denn in Deutschland erlaubt? Ich weiß es nicht genau. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, weil durch so gibt's die Erfindung. Konstante hohe Töne kann da auch Tinnitus und sowas ausgelöst werden. Nee. Nicht? Also konstante Töne machen da eigentlich nichts. Es ist nur, wenn es zu laut ist. Okay. Oder wenn es halt, ein Tinnitus ist ja eine Kombination aus verschiedenen Sachen, die eintreten müssen meist. Ja, aber es ist halt, wenn du auf irgendeinem Platz bist und da ist halt ständig irgendwie so ein Ton, den du nicht mal wirklich hörst, aber das irgendwie bereitet dir Kopfschmerzen, dann hast du ja keine Lust, dass du an dem Ort bist. Ja gut, aber das kann man ja nicht direkt festmachen, woran das jetzt liegt. Ich glaube nicht, dass man das schnell genug checkt, dass es an dem Platz liegt, an dem Ort, wo ich da gerade bin. Ich weiß nicht genau, aber zumindest weiß ich, dass es mal die Erfindung gibt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie tatsächlich mal verwendet worden ist, irgendwo. Ja, keine Ahnung. Ist aber ganz interessant. Ja. Und das nächste Mal reden wir über Tinnitus. Mal gucken. Na gut. So. Es war schön. Ja. Es war frustrierend, obwohl es war... Nee, es war eigentlich ziemlich... Es war Kindergarten. Ja, war echt Kindergarten. Was in erster Linie an uns lag. Ja, wir sind halt einfach so tolle Typen sind wir einfach. Du bist, was du isst, ne? Ich esse tolle Typen. Ja. Es klingt sehr falsch. Es klingt, ja, sehr... Klingt sehr falsch. Sehr, ja, auf mehrere Arten. Das ist komisch. Ja, dann ziehe ich die Aussage zurück. Ja, die ist jetzt schon getroffen. Ich schneide die später raus. Aussagen kann man nicht zurückziehen, falls es jemandem noch nicht... Die ist aber ja noch nicht veröffentlicht. Jetzt. Also wahrscheinlich dann jetzt schon, aber... Du verstehst. Ein Paradoxon! War das nicht ein Vogel? Ja, das ist ein ausgestorbener Dinosaurier. Ja. Ein Paradoxon. Ein Paradoxon. Ein Damit kannst du mich ins Paradoxon jagen. Da, ich glaube, wir hören auf, bevor es hier widersprüchlich wird. Ja, heißen. Ja. Gebäck mag ich gerne. Wenn es nicht so sehr krümelt. Ja. Wir verkrümeln uns jetzt hier. Ja. Die Überleitung bei der Knaller, wo ich das mal angemerkt habe. Ja, muss ich einfach mal dir pompös recht geben mit einem. Richtig. Ich werde es mir ausdrucken und an die Wand tapezieren. So, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss.